So, Freunde, willkommen zum Eröffnungsspiel aus Gruppe B. Heute mit dem Mr. Akuchu vs. Samsha. Und mit mir kommentiert heute der... Konnichiwa. Konnichiwa. Wir werden die Folge jetzt auf Japanisch machen. Konnichiwa. Nein, das ist der Khan. Konnichiwa. Ja, okay, da hat sich wohl aufgehangen. Egal. Gut, wir sehen hier auf Hakus Seite Panzer Eron bis Zwirklob, das Team da unten. Und auf Samstags Seite sehen wir Impagator! Kagama, Impagator! Das Pokémon. Edevoltec, Panferno, Klavier. Oh, mir fällt gerade auf, Haku hat einen Turtok dabei. Haku muss gewinnen. Ich dachte, das wäre der DSS losgefallen. Egal. Ja, aber ich wollte es. Ja, egal. Gut, der Kampf beginnt. Und man sieht vielleicht ganz klein bisschen die Kamera, weil ich das aus Zeitgründen am Tage aufnehmen musste. Ja, immer die Panzer Eron gegen den Schlüssel. Ach, da habe ich meine Schlüssel liegen lassen. Ja. Klavion, ein Drecksvieh. Donnerwelle. Du bist ja noch nicht ganz so vertraut mit der 6. Generation. Ich hab keine Ahnung. Ihr müsst wissen, Karl musste als Kommentator ganz spontan einspringen, weil der eigentliche Co-Kommentator sich nicht mal bei mir gemeldet hat. Sie haben sich natürlich freiwillig gestellt. Oh. Okay, dann erkläre ich dich mal kurz auf. Klavion hat Strolch. Und kann Donnerwelle und Schmarotzer, Angeberei, Staffler, Schilde. Ja. Ja, auch schon Erfahrung mit Schmarotzer. Ja. Aber egal, lass mal auf den Kampf passieren. Können wir ein andern Mal erklären. Gut. Ja, Klavion gegen Zwirklob, also wir sehen ja einen ziemlichen Stall War. Ja. Ich merke schon, dass der. Was jetzt seine Intention war, das Team von Haku verlangsamen, indem er alle paralysiert. Aber es scheint gut aufzugehen. Der wird jetzt wieder Vorteil. Vor allem Zwirklob mit seiner unglaublichen Initiative Base von 18 oder so. Ja, Zwirklob ist hier Speedy Gonzales, der Geisterweltleiter. Was glaube ich? Oh Gott, hey, das, warte, das komm, schlag dich selber. Das Vieh ist verwirrt, paralysiert und hat einen Flug auf sich gerade, wenn ich das nicht gesehen habe. Ja. Was? Alles, um ein Pokémon auszuschalten. Aber man sieht Klavion, boah, Klavion geht ab, ey, das geht. Ja, Klavion ist Sie können ein Arschloch. Sowieso wie alles, was Stolz als Fähigkeit hat. Du kannst mein Schlüssel sowas. Ich dachte, dein Schlüssel kann sowas. Ja, das war mein alter Schlüssel. Ich krieg auch immer einen Stromschlag, wenn ich ihn anfasse. Von der alten Wohnung. Achso, okay. Jedenfalls ist dann Zwirklob mit 3 Runden kaputt gegangen. Ein Wunder, möchte ich mal meinen. Klavion. Ist kaputt? Ja. Nee, noch nicht. Ja, fast, aber ich werde der noch irgendwas drum, mit dem das retten könnte. Eventuell. Warum tut jetzt Panzer? Warum fällt ein Schlüssel rein? Damit das Klavion am Irrlicht verreckt. Ach, das ist verbrannt. So, das hört mir gerade mal auf. gut. Ihr müsst wissen, Leute, ich bin leicht müde. Wir hatten vorhin ein Volleyballturnier, bei dem wir super abgeschnitten haben. War etwas... War nicht mehr auf dem Treppchen, ne? Ja, leicht ermüdet. Ja, ich schieß mal einfach darauf. Oh, da bin ich. Warte, heißt das Tim? Ja, es heißt Tim. Ja, ein bisschen fett wie sein Name. Ey. So, das Panferno hat im Donnerschlag gerade fast ein Two-Hit gelandet. Also, es hätte ein Two-Hit gelandet. Ja, und das war schön predicted. Ja, schlecht. Ja, aber, und das jetzt ein Sub. Aber ich warte, wie lange das Blitzer hier ein Panferno auf dem Feld bleiben kann. So wie ich mich erinnere, hat das keine gute Spezialverteidigung, oder? Ach, physisch Blitzer ist relativ fragil. Meint ja. Darauf wollte ich hinaus. Obwohl die Spätzle vom Blitzer ist eigentlich nicht schlecht. Ja, ich weiß nicht mehr. Ich weiß nur, dass die Initiative grandios ist. Das ist immer. Die ist ziemlich gut. Habe ich immer als Rainbringer in meinem Regenkopf gehabt. Oder wie das Und Taco wechselt hier fröhlich rein und raus. Ja, ich finde das interessant. Der wechselt hier raus. Und steckt mir so, was, welche Taktik verfolgt er, ja, ich meine. Oh, und da. Das ist ein mega Turtok. War das jetzt so schlau auf seinen Hals, auf sein kostenloses Turtok? Ja. Ich find's übrigens toll, dass dieses Turtok eigentlich nichts geleistet hat in diesem Kampf, außer verletzt zu werden. Reicht das? Es reicht. Ja. Schade. Es hat dafür gesorgt, dass die AP von den Attacken von Panferno etwas reduziert werden. Ist das nicht schon mal eine Leistung? Ja, und das, aber das bisschen Recoil ist auch nicht so berauschend. Ja. Und ich bin übrigens gerade gestorben. Was? Ich bin gerade besiegt worden. Was? Das Turtok ist hier hin. Mein Junge, du darfst mir nicht so schnelle Gedanken abverlangen.
Ja, Kahn, das habe ich mir auch erwartet. Kahn Gama, Junge. Das ist Kahn Gama Junior, ey. Haku, tut mir leid, wenn Kahn Gama auf dem Feld steht, da hätte er eigentlich schon wissen können, dass es verliert, aber. Kahn Gama und Imperator, ich bin ja echt gespannt, für welches Team du bist. Ja, eigentlich, ich weiß nicht, ich kenne den Gegner nicht. Grundsätzlich jetzt welches für Haku gewesen. Aber ich meine, sein Gegner hat einen Imperator-Team, was grundsätzlich schon dafür spricht, dass er gewinnt. Ja. Kann man nicht sagen. Das war einfach nicht klar. Und Kangama boostet sich gerade ins Unermessliche. Kangama oder Kahn? Kangama. Ja, okay. Ich sprich mal schön falsch aus. Ich weiß, dass der Pferd sich nach vorne spricht. Steigungstieb ist übrigens eine neue Attacke in der 6. Generation. Das ist eine Kampfattacke. Und jedes Mal, wenn die trifft, kriegst du einen Angriffsboost. Nicht schlecht. Und das hat gerade Brigaon gewone-hitted. Das hat eigentlich eine mega gute physische Defensive. Echt? Okay, gut für die Kommt, glaube ich, auf 370 oder so. Aber Kangamas physischer Angriff ist auch richtig hoch, oder nicht? Nach 3 Steigerungs-7 alle Male. Boah. Und ja, mit einem neutralen Angriff ein Panzerehrung gewandelt. Krass. Einem resisteten Angriff sogar. Ich kann mir vorstellen, dass dieses Kangama richtig auf EPVE funktioniert ist. Das kann sein, aber Kangama ist einfach unglaublich gut, weil ja. Die Fähigkeit erlaubt es ihm halt zweimal anzugreifen. Achso, ja, stimmt. Ja, also halt in der Mega. Die Attacke halt mit der Hälfte des Schadens, aber ja, auch rundweise geht da direkt drauf. Ihr müsst wissen, mit der Mega willst du ein bisschen vertraut, aber Tim hat mich aufgeklärt, dass bei Kangama das so ist. Und so. Ja. Ja, Backup ist vorbei. Hier hat Samsha gegen Ende mit seinem Kangama schön durchgerockt. Ich fand. Naja! Obwohl es schade ist, dass wir das Imperator nicht gesehen haben. Das hat mich schon sehr traurig gemacht, aber. Wir haben ja noch 2 Kämpfe mit ihm. Vielleicht kommt das Imperator nochmal. Ich hoffe es. Gut. Leute, wir sehen uns dann beim nächsten Kampf. Ciao! Ciao.